So, hallo und herzlich willkommen zum geplanten Tutorial der einfachen DNS-Sperre, beziehungsweise zum Umgehen dieser einfachen DNS-Sperre. Ich konnte das jetzt leider nur über die billige Website-Sperre hier mit dem Ordner Windows System 32, Drivers, bla bla bla, Hosts und so weiter hier unten machen mit Google. Und das Problem ist jetzt, eine Funktion funktioniert jetzt nicht. Und zwar zeige ich das gleich. Es hat aber den gleichen Effekt. Und zwar ist bei uns jetzt, sagen wir, wir sind im Ausland und die Seite google.de ist gesperrt. Das wird sich jetzt hier gleich herausstellen. Wir sind hier auf Google, können auch gerne nochmal aktualisieren und so weiter. Und das geht nicht. Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter google.de aufbauen. Das Ganze ist bei einer DNS-Sperre nichts anderes. Das wird dir dann auch als Fehler angezeigt oder dieses dicke, fette Not found hier. Und wir wollen das Ganze jetzt aber wieder entsperren. Das können wir aber nicht, denn sagen wir mal, wir sind total unerfahren und kommen nicht in diesen Ordner Hosts und so weiter rein. Eine DNS-Sperre könnte ich jetzt sofort auch nicht auf die Stelle entsperren, auf der Stelle entsperren. Aber das tut ja jetzt auch nicht zur Sache. Wir brauchen erstmal die IP dieser Seite, beziehungsweise Google. Viele denken sich jetzt, da kann man auf Start gehen, gibt man CMD ein. Und eigentlich müsste man das auch so machen. Und zwar gibt man jetzt Ping ein und dann Leerzeichen www.google.de. Da die Seite aber bei uns gesperrt ist, jetzt beziehungsweise bei mir im Ordner Hosts, da, und man das ja eigentlich nicht so macht, wird hier die IP angezeigt, die auch in der Datei Hosts drin ist. Also 127.0.0.1. Da ich mir aber jetzt vorher die richtige IP rausgesucht habe von Google, ist das kein Problem. Es gibt ja auch noch zig andere Suchmaschinen, wo man das raussuchen kann. Wenn jetzt im Ausland bei euch ausgerechnet auch die Seite Google gesperrt sein sollte, kann man ja noch bei anderen Suchmaschinen die IP von der gesperrten Seite raussuchen. Ich habe jetzt hier einmal die IP. Die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ich mache das mal eben kurz größer. Kenne ich mittlerweile schon auswendig, weil ich das schon tausendmal durchgekaut habe hier. Also 74, 125, 39, 113. Und das Ganze geben wir jetzt einfach mal in den Browser ein. Wir sehen aber, dass hier, wie gesagt, jetzt Google nicht geht. Das können wir auch schon 150.000 Mal hier aktualisieren. Geht nicht. Und wenn wir jetzt die IP in den Browser eingeben, kommen wir problemlos auf Google. Also es ist überhaupt kein Unterschied, ob wir jetzt das hier die billige Sperre haben mit der Hosts-Datei oder ob das jetzt eine DNS-Sperre ist. Es hat den gleichen Effekt. So habe ich das im Ausland auch mit YouTube gemacht und so wird es demnächst auch gehen. Mir hat auch einer erzählt, dass Twitter gesperrt war. Damit geben wir einfach ein Twitter-IP. Hier, ja, bei Google, und dann kriegen wir auch die Twitter-IP irgendwie raus. Also man kann immer irgendwie auf diese Seiten, egal ob es eine einfache DNS-Sperre ist oder eben hier diese billige Host-Sperre. Ich wollte es eben einfach nochmal zeigen und ich hoffe, es hat denjenigen, die im Moment im Ausland sind und nicht weiter wussten oder wissen, geholfen. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.